Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Der DAX ist es anfänglich auch, sogar mit einem Gap. Aber wenn ich ehrlich bin, nah am Tageshoch hat er eröffnet und geht jetzt mit dem Gesamtmarkt dann doch deutlich nach unten. Denn der Markt hat sich auch in Amerika nicht halten können. Aber das schauen wir uns gleich an. Gucken wir zunächst mal auf den DAX. Der ist ziemlich bewegt jetzt hier auf der Abwärtsseite, also ziemlich heftig nach unten. Das ist allerdings aus meiner Sicht gar nicht so dramatisch. Denkt mal einfach dran, wir sind im 15-Minuten-Chart. Wir waren über die Weihnachtstage ab dem 21. eigentlich sehr zügig nach oben gekommen. Auch dieser Markt braucht irgendwann mal ein Päuschen, eine Korrektur. Und wir erinnern uns alle, die Fibonacci-Rücksetzer, die sind nicht Pflicht, die sind nicht jetzt eine Geschichte, ohne die geht es gar nicht. Aber die 38er-Marke, das sind einfach so ganz typische Rücksetzerniveaus, die sieht so ein Markt doch ganz gerne. Nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die noch nicht so lange mit dabei sind, das gilt auch im Großen. Das war hier oben, da unten, das war das Corona-Tief sozusagen, zumindest was die Börse anging. Dann ging hier die Aufwärtsbewegung und zumindest mal die 38. Hier war es sogar pünktlich, dass der Markt gedreht hat. Das soll euch aber bitte nicht auf den Trichter bringen. Ja, immer an dieser Marke muss er drehen, aber es sind halt typische, ganz normale Größenordnungen, dass der Markt irgendwo in diese Zone reinfällt. Es kann auch mal ein bisschen größer ausfallen. Wir hatten das hier vorne beispielsweise. Wenn man sich das anguckt, da sind wir sogar bis zwischen 50 und 61,8 gefallen. Auch das ist nicht untypisch. Aber ihr seht, so Rücksetzer nach einer steilen Bewegung sind eben nichts Außergewöhnliches. Das heißt, das, was wir hier jetzt im Moment sehen, ist eine coole Geschichte, insbesondere wenn man Short war. Vielleicht auch noch eine coole Geschichte, weil uns das eine Möglichkeit für einen neuen Trade gibt. Das wollen wir uns gleich angucken, zeige ich euch ja beim amerikanischen Markt. Ließe sich aber auch auf dem heimischen Markt hier oder auf welchem Markt auch immer übertragen grundsätzlich. Das Prinzip bleibt ja das gleiche. Das ist allerdings im großen Bild überhaupt noch kein Drama. Das sagt überhaupt nichts aus, ob der Kurs jetzt doch hier sich nach oben verdünnisiert oder ob er sagt, wir nutzen das Ganze mal für eine Abwärtsbewegung. Das lässt sich an dieser Bewegung hier auch noch nicht mal annäherungsweise erahnen. Also seid da bitte nicht zu sorgenvoll, sondern achtet da erstmal drauf, wie sich das Ganze entwickelt. Und das gucken wir uns im Kleinen an. Und das zeige ich euch jetzt allerdings auf einem etwas anderen Markt, nämlich dem amerikanischen. Der läuft nämlich um diese Uhrzeit auch noch lang genug, dass man da richtig Spaß haben kann. Klar, den DAX kann man ja auch abends noch handeln als Future oder den CFD drauf. Allerdings muss ich sagen, bewegt wird er doch eher aus Amerika. Und deshalb gucken wir doch gleich da den großen Bruder an. Da war es in den letzten Tagen ja sehr wackelig nach oben gegangen, etwas, was ich gerne als ein Ending Diagonal bezeichne, etwas, was eben zeigt, so richtig Bock haben wir nicht mehr oder vielleicht so richtig Kraft habe ich nicht mehr. Lass uns mal eine Pause machen. Wenn dem so wäre, wäre ja auch hier ein Rücksetzer ohne weiteres, und auch hier meine ich das nicht böse, bis 28.800 in etwa oder 880, hier kann auch ein bisschen tiefer sein, nichts Außergewöhnliches. Das ist keine Ansage, dass das als nächstes passiert. Wir dürfen uns aber niemals die Welt schön lügen, indem wir sagen, naja, das ist ja völlig abstrus, so ein Rücksetzer. Nein, das ist ein Klassiker, das ist ein ganz normales Verlaufsverhalten, womit wir quasi immer wieder auch rechnen müssen. Wie gehen wir jetzt mit so einer Situation um? Und das ist etwas, was ich total mega finde. Wir sind gerade dran, hier drauf zu gucken, auf diese Bewegung live am Markt mitzuerleben, was passiert, wenn der Markt hier so scharf nach unten läuft. Ich mache mal meine Alarmmarken im Moment aus, da sage ich gleich nochmal was dazu. Was ich bei so etwas empfinde, ist, das ist ein toller Eyecatcher. Das ist etwas, jawohl, das sehe ich, das nehme ich wahr. Das kann man eigentlich nicht anders interpretieren als eine sehr scharfe Bewegung. In dem Fall Abwärtsbewegung. Das heißt, wenn das doch die scharfe Bewegungsrichtung ist, dann ist das die, die ich gerne handeln würde. Ja, idealerweise schon hier oben gehandelt hätte. Aber wenn ich das vielleicht aus zeitlichen Gründen oder weil es mir zu kurzfristig war oder ich vielleicht auch abgelenkt war, das nicht mitnehmen konnte, das ist überhaupt nicht schlimm aus meiner Sicht. Denn was ich jetzt nur brauche, ist im Prinzip eine etwas wackelige Aufwärtsgeschichte. Das kann so aussehen beispielsweise. Das kann auch so aussehen, A, B, C. Und ich bin schon halbwegs wieder glücklich, weil er dann ungefähr wieder die 38er oder von mir aus auch ein bisschen höher, das dürfte ein etwas größeres Ausmaß ebenfalls annehmen. Beides denkbar. Aber das würde mir auf jeden Fall die Chance geben, mich dann auf der Short-Seite triggern zu lassen. Und da kommen wir jetzt gleich auf einen wichtigen Punkt. Ganz kurz noch, das war die erste Bewegung.
So etwas in der Art können wir dann nochmal erwarten. Ihr seht, dann haben wir also ohne weiteres. Die Größenordnungen sind jetzt rein Fantasie, weil wir wissen ja noch nicht, wo das kommt. Das kann ja ein bisschen tiefer noch gehen. Wir wissen nicht genau, wie die jetzt aussieht von der Größe. Wir wissen nicht genau, wo der Trigger ist. Aber ihr könnt so in etwa erahnen, worauf das Ganze hinausläuft, wenn es denn so kommt. Dieses Wenn ist nicht ganz unwichtig, denn das hier hätte ich gerne, aber machen wir uns nichts vor. Wir hatten zwischen den Jahren und auch vor Weihnachten in der Woche, hatten wir ganz häufig die Situation, dass er so etwas gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ihr könnt mich alle mal, da wird überhaupt nicht gewackelt, ich mache jetzt diese Gegenbewegung wieder nach oben. Und zack ist das ganze Bild wieder egalisiert worden. Umgekehrt kann man dann natürlich auch sagen, ja klar, wenn er dann hier aber dann das entsprechende Muster zeigt, dann gehe ich hier eben zwischendurch nochmal long. Die Chance hatte man im Kleinen hier teilweise, wenn man sagte, komm, ich möchte so eine Bewegung auch mitnehmen. Das hängt ein bisschen davon ab, auf welcher Zeitebene man dann entsprechend unterwegs sein will. Ihr seht also, es bleibt spannend im Markt. Es bieten sich wahnsinnig viele Möglichkeiten aktuell. Für mich ist klar, welche Richtung ich handle, nämlich immer die der scharfen Bewegung und nicht die der möglichst schwachen Gegenbewegung. Das ist wichtig. Wenn die Gegenbewegung, da haben wir eben gerade hier auch schon mal nämlich drüber gesprochen, wenn die Gegenbewegung nämlich möglicherweise so doch sehr stark ist, dann habe ich kein gutes Gefühl, weil ich einfach sage, guck dir doch mal diese Aufwärtsbewegung an. Die sieht doch fast schon genauso wieder aus wie diese hier. Da kann er dann hier machen, was er will. Da bin ich dann noch nicht glücklich. Gut, wenn er so weit dann geht. Aber dann haben wir auch keine gute Chance, Risikorelation. Aber das würde jetzt zu tief gehen, wenn ich das in diesem Video dann nochmal mit reinbringe. Deshalb, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, meldet euch an für Born for Trading, Link unten drunter. Meldet euch an für den Trade des Tages. Da stellen wir immer wieder Trades vor. Heute jetzt noch nicht. Der Markt muss sich erst nochmal sammeln. Aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen richtig spannend werden, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wenn ihr da mehr Input haben wollt, meldet euch da einfach an. Unten drunter sind die entsprechenden Links. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.